Hallo und herzlich willkommen beim Zeitzeugengespräch. Mein Name ist Teresina Baratsch und ich darf euch heute durch das Zeitzeugengespräch führen. Unser Zeitzeuge heißt Franz Hackl. Franz Hackl wurde 1927 geboren und wuchs in der Nähe der ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und Gusen auf. Als Jugendlicher absolvierte Franz eine Schlosserlehre im ehemaligen Konzentrationslager Gusen. Wie es dazu kam, wird uns Franz später selbst erzählen. Das Konzentrationslager Gusen existierte von 1939 bis 1945. In dieser Zeit waren ca. 71.000 Menschen inhaftiert und ungefähr die Hälfte kam zu Tode. Franz, der unmittelbar in der Nähe der beiden Lager wohnte und später in einem der Lager seine Lehre absolvierte, hat vieles von der Zeit mitbekommen. Heute ist es ihm wichtig, Menschen von seinen Erfahrungen während der Zeit des Nationalsozialismus zu erzählen. Mein Name Franz Hackl, geboren 1927, also 92 Jahre alt. Bin derzeit mit meiner Gattin im Seniorium Mauthausen untergebracht und verbringe dort eben den Lebensabend. Ich habe mit meiner Familie, also mit Vater, Mutter, das Geschehen damals von 38 bis 45 bewusst miterlebt. Und die Sachen, was im KZ geschehen sind, erlebte ich als Lehrling von 42 bis 45. Hier wurde ich aufmerksam auf Geschehnisse, die meiner Würde nicht entsprachen. Denn hier wurde mit diesen Menschen, mit diesen Insassen des KZs, die unschuldig zum Großteil waren, umgegangen, als wären sie keine Menschen, sondern Tiere. Sie wurden geprügelt und leideten unter schwersten Verhältnissen, was auch die Kost betrifft. Sie zeigten mir, was in einem Napf war. Steckrüben war praktisch das allgemeine Essen jeden Tag. Also damit konnten sie aber nicht Schwerarbeit leisten, die sie leisten mussten, und so brachen viele durch Schwäche und so weiter zusammen und konnten so den Weg heraus in die Freiheit nicht mehr miterleben. Franz, erzähl uns bitte mehr von deiner Lehre im Konzentrationslager. Ich war Lehrling bei den Deutschen Erd- und Steinwerken. Deutsche Erd- und Steinwerke, abgekürzt DEST, habe ich meine Lehre als Betriebsschlosser begonnen. Und zwar im März 1942 bis März 1945 habe ich also die Betriebsschlosserlehrling abgeschlossen, also beziehungsweise dann abgeschlossen. Ich habe natürlich in diesen 3 Jahren, wo ich als Lehrling dort beschäftigt war, bei der Firma Deutsche Erd- und Steinwerke, das ist war eine SS-Firma, und habe natürlich in diesen 3 Jahren fürchterliches als junger Mensch schon miterleben müssen. Und meine Abneigung gegen die, was draußen standen, war natürlich groß. Meine Sympathien damals hatten die Menschen gegolten, die was innerhalb waren, also was Häftlinge waren. Und ich habe einige gute Bekannte auch späterhin kontaktiert. Gell? Also mit diesen Menschen habe ich kontaktiert. Ich konnte ihnen Zeitungen immer zustecken, damit sie gewusst haben, was sich in der Welt tut. Gell? Natürlich, drauf kann man jetzt mal nicht dürfen, weil dann würde ich auch bei den Menschen drinnen gesessen. Gell? Also ich habe in diesem Sinne
geholfen, dass die etwas erfahren, was sich in der Außenwelt tut. Und da waren sie mir sehr, sehr dankbar. Der Lewandowski ist ein Pole im Nordosten von Polen. Und ich habe diesen Menschen kennen und habe bestimmt freundschaftliche Beziehungen gehabt, auch nachher noch, wie er zu Hause war. Bis eines Tages ein Brief zurückkam, hat mir der Bruder geschrieben, dass Chester leider verstorben ist. Also er hat nicht lange Freiheit genießen können, wahrscheinlich aufgrund vom Lagerleben her, Essen, ihr wisst ja, ich habe gesehen, was sie zu essen bekommen. Das waren Steckrüben, gerübelt, waren Steckrüben und ein bisschen Brei dabei. Also ganz schlechte Ernährung. Gell? Und dadurch sind sie auch wahrscheinlich gesundheitlich alle schlecht dargestanden. Wie hat eigentlich ein Tag von dir im Jahr 1942 ausgesehen? Ja, ich habe da 1942 im März, wie gesagt, am 1. März die Lehre begonnen und habe erstmals Kontakt mit den Häftlingen gehabt. Wir von der Deutschen Jägerstein-Weggesellschaft BH Berlin, wo ich beschäftigt war, eine SS-Firma, wie ich schon gesagt habe, und habe natürlich mit den Häftlingen besten Kontakt gehabt, habe natürlich, wurde ich auch angesprochen von ihnen bezüglich, was sich in der Welt draußen tut, und durch meine Gabe, also meine Zeitungen, was ich ihnen brachte, konnten sie erfahren, was hier im Weltgeschehen auch wurden sie dadurch informiert. Gell? Es war so, dass ich habe natürlich Bekannte gehabt, Freunde, und ich erzähle ein Beispiel, und die wussten, dass ich dort Kontakt habe drinnen, und die gaben mir einen Schlüssel, einen Alpaka-Schlüssel, und wollten einen Ring haben. Und diese Häftlinge, einige davon, waren dementsprechend gebildet und handwerklich gebildet. Und so wurden aus Alpaka-Löffeln Ringe mit Monogramm gemacht. Also das wurde durch mich vermittelt. Und ich bekam von, es waren ein paar Freunde, die waren Bauernsöhne. Die gaben mir einen Liter Schnaps für den, und ich konnte ihnen einen Schnaps bringen. Gell? Also nicht, dass sie es gesoffen hätten dann, sondern als Medizin dann dieser Schnaps verwendet wurde drinnen bei den Häftlingen. Gell? Ja, was ich sagen wollte, es war für mich auch nicht immer leicht, weil das für mich verboten war. Das musste ja geheim bleiben. Wenn sie draufkommen würden, dann würde ich auch wahrscheinlich drinnen sitzen. Nicht mehr außerhalb des Drahtes, sondern auch innerhalb dann bei den Häftlingen. Also so mussten wir aufpassen, dass diese Daten nicht, also dass sie geheim blieben. Franz, wo hast du damals gewohnt? Ja, wir wohnten natürlich in Wienergraben. Das war eine Siedlung, da standen 5 Doppelhäuser. Alle waren belegt durch SS-Persönlichkeiten. Nur ein Haus war frei, und zwar für Zivilisten. Davon eines für unsere Familie, der Vater war
Bruchmeister. Und das Zweite, was war die zweite Hälfte, da hat der Herr Trabeck gewohnt mit seiner Familie, der war auch Bruchmeister. Also dass die beiden Männer waren fachkundig und mussten die Höftlinge anlernen für Steinmetzarbeiten und so weiter. Gell? Weil der Stein wurde ja zum Schluss von unten heraufgebracht. Die Deiche, was ihr hinten seht in Wienergraben, die waren ja aus, durch Pumpen immer leer gepumpt worden, denn der Stein von unten war besser natürlich und wurde unten herausgesprengt und mit Kränen heraufbefördert. Gell? Und herum wurde er dann wurde er gespalten und verarbeitet. Gell? Ihr seht ja nur mehr den Eich, die was waren. Einer links da neben der Todesstiege. Und in der Mitte war noch einer, ein Teich, wo auch noch die Betonteile, kann man sehen, wo der Kran montiert wurde, wo sie die Steine, die Felsblöcke von unten heraus beförderten und eben heraus bearbeitet wurden. Die Teiche sind natürlich jetzt alle voll, man sieht nicht mehr, was da los war. Ich kann mich nur erinnern, Jahre 1945 sind wir immer zu den Teichen gegangen und haben dort gebadet. Und da waren ja die Arbeiter Kanada da und da waren natürlich Mordsportler und die sind von oben mit einem Hechtsprung hinein in den Teich. Also das war für uns auch ein Erlebnis, sagen wir, gell? Weil wir waren ja damals amerikanische Zone und daher auch waren die Soldaten da und die konnten sich das leisten und so ein Bad nehmen in diesen Teichen. Gell? Welche Erfahrungen hast du mit der SS gemacht? Mit der SS war Folgendes. Wir hatten natürlich in der Siedlung, die was unten in Wienergraben steht, die steht ja noch, gell? Die Häuser stehen ja noch da. Da waren natürlich bekannte Namen wie Spatznecker. Ich glaube, ihr habt ja vielleicht gehört schon von Spatznecker. Der Spatznecker war im Range eines Hauptscharführers bei der SS und er wurde als Schrecken vom Steinbruch Wadhausen bezeichnet, durch seine Brutalität gegenüber den Häftlingen. Also war er gefürchtet. Spatznecker, die Familie kam aus Bayern, aus dem ehemaligen KZ Dachau und die wurden dann versetzt nach Österreich in die Ostmark und so leiteten sie eben die Agenten eines, ja wie sie so vom KZ her, eben Häftlinge, die sie drangsaliert hatten und fürchterlich geschlagen manchmal. Also das waren wirklich Brutalitäten, die diese SS-Leute an den Häftlingen durchgeführt hatten. Mit wem hattest du im Lager Kontakt? Also mein Kontakt war besser zu den Menschen, die was drinnen war, als wie die, was außen standen, also zur SS. Ich kannte einige SS-Leute, aber ich hatte Sympathien nur für die, die was drinnen waren. Weil diese Menschen waren alle beinahe unschuldig. Zum Beispiel mit Roten Winkel, das hieß, es ist ein politischer Häftling, politisch. Ein grüner Winkel hieß, das ist ein Verbrecher, also war. Ich habe kennengelernt einen aus Hamburg mit einem grünen Winkel, der was uns als junge Burschen damals erzählt hat von der Reeperbahn und was sich da alles abspielte. Also ein richtiger, muss ich sagen, Stritze, ein Verbrecher, der was die Haft vielleicht verdient hatte. Gell? Das waren auch Menschen wie wir,
dass wir immer wieder den Kontakt suchen mit Häftlingen, die was normale Menschen waren und wegen einer Kleinigkeit oder es wurde ihm erfunden, er hat das und das gemacht und so kamen sie ins KZ Mauthausen, obwohl es gar nicht stimmte. Manche wurden wegen Schwarzhören also abgeführt, obwohl sie gar keinen Radio zu Hause hatten, aber es war eben der Grund war Schwarzhören und somit war er schon im KZ Mauthausen. Wie geht es dir heute nach so vielen Jahren mit den Erlebnissen der Kriegszeit? Ja, man wird natürlich, ihr seht es selbst im Fernsehen, öfters und gerade jetzt wieder konfrontiert mit KZ Mauthausen. Gell? Und da ist es natürlich, kommen wieder Erinnerungen an mich heran, die was nicht sehr schön waren. Also, wir haben gesagt, nie wieder, nie wieder. Also ein solches, dass solche Sachen im Mauthausen geschehen würden. Gell? Das war ja, man sah, man sie, ich erinnere mich nicht nur an Anfang, wenn das KZ errichtet wurde, da wurde im KZ Mauthausen mal eine Baracke erstellt, hier, die wurde bewohnt von Häftlingen und diese Häftlinge marschierten dann nach Gusen und halfen dann in Gusen dieses KZ, also das Nebenlager, das größte Nebenlager von Mauthausen zu errichten. Also zugleich wurde auch in Mauthausen wurden Baracken erbaut, aufgestellt, wo die Häftlinge dann unterkommen. Und zugleich wurde auch in Gusen, dass auch die Baracken, das Barackenlager, ich weiß nicht wie viel, dass da Baracken standen, wurde das in Gusen errichtet. Oder ebenso in Emse. Und es gab ja viele Orte, wo eben Nebenstellen von KZ Mauthausen waren. Hauptsächlich auch Einsatz für verschiedene kriegswichtige Dinge, was die Häftlinge vollbringen mussten. Ihr könnt euch vorstellen, Ende 1944 kamen die ungarischen Juden, jede Menge, wurden da vorbeigetrieben, auch hinauf ins KZ vom Bahnhof Mauthausen ins KZ. Am Bahnhof Mauthausen ist eine Gedenktafel, der diese Anti-Zeit von damals erinnern soll. Habt ihr vielleicht schon diese Gedenktafel gesehen am Bahnhof? Sie wurde vor einigen Jahren eben angebracht und eröffnet mit verschiedenen Persönlichkeiten, die daran teilnahmen. Franz, was wusste die Bevölkerung, die nicht im Lager gearbeitet hat, vom Lager? Was wurde geredet? Also wir, die was mit den Häftlingen, die was drinnen gearbeitet haben, bei der Firma Deutsche Schellenwecke, mussten ja ein Eid ablegen, dass wir von dem, was wir drin sehen, nichts erzählen draußen. Wir durften nichts erzählen, das wurde uns streng aufgetragen. Also ich bin einmal nach Wels gekommen, das war ein Sportfest in Wels und natürlich, wie Sie gehört haben, von Mauthausen sind, dann wollten Sie natürlich gleich wissen, wie das ist mit Mauthausen, ob das wirklich so ein KZ-Lager ist und die Häftlinge da drangsaliert wurden. Also wir getrauten uns aber nichts zu sagen, denn wir wussten ja nicht, ist das ein Spitzel oder sonst, oder kommt es sonst irgendwie denen zu Ohren und dann wäre natürlich auch ich im Lager gewesen. Gell? Also da war ein gewisser Druck auf die Bevölkerung, nicht die, was drinnen gearbeitet haben als Zivilisten, nichts zu sagen draußen, damit sie nicht Gefahr liefen, selbst einmal ins KZ zu kommen. Aber waren die Menschen neugierig? Ja, neugierig schon, aber keiner traute sich irgendwie zu sprechen, was da
was sie vielleicht sahen oder erlebt haben mit Höftlingen, weil Höftlinge wurden ja herausgebracht, auch zu arbeiten bei Bauern und so weiter. Also, und hatten vielleicht auch Kontakt mit Zivilisten und erzählten vielleicht denen, was sie denen erleben mussten. Gell? Und daher war äußerste Vorsicht da geboten, nichts weiter zu erzählen, denn man wusste ja nicht, ob dieser nicht dann hingeht und sagt, die haben mir das und das erzählt. Gell? Also da war schon ein gewisser Druck da auf die Bevölkerung, zu schweigen und nicht zu viel zu erzählen. Gab es Kontakt zwischen der SS und der Bevölkerung? Ein gewisser Kontakt bestand ja. Ich weiß, manche wurden, heirateten ja sogar einen SS von der Wachmannschaft. Fräuleins oder Frauen hatten ja mit der SS guten Kontakt. Und wir haben heute noch Frauen, die damals mit einem SS-Mann verheiratet waren. Also das war natürlich für denen, die was da geheiratet wurden, da stieg das Ansehen von denen, gell? Franz, wie waren die ersten Jahre nach dem Krieg? Die ersten Jahre nach dem Krieg waren natürlich für die Bevölkerung ein Zeichen, nie wieder so etwas erleben zu müssen, als die 5 Jahre oder 6 Jahre Narzissmus in Österreich. Das muss ich euch schon sagen, denn es waren viele, die nicht einverstanden mit dem Regime von Nationalsozialismus. Gell? Ich weiß nur, dass mein Vater ein Sozialdemokrat durch und durch. Dieser war auch im Betrieb beschäftigt als Bruchmeister, wurde aber dann freigegeben und kam weg von dort und wurde zur Wehrmacht einberufen, zur Flak, nach seiner Flakstellung in Dernberg. Also, wie gesagt, die Bevölkerung hatte schon Abscheu gegen solche Sachen, was die gemacht haben damals, die SS. Ich habe die Familie Spatznecker. Spatznecker war ein Name damals, der gesucht war nach dem Krieg. Der hat sich ja dann mit Familie, also vielmehr er alleine und Familie ist auch wieder raus nach Bayern. Und der Spatznecker wurde gesucht und wurde aber dann gefunden, und zwar der Lagerkommandant Thierreis, der was der Chef war von KZ Mauthausen und Gusen. Thierreis, glaube ich, im Range eines Sturmbannführers. Dieser hatte veranlasst, bevor der Krieg zu Ende ging, einer Alm im Dernberg, da war ja nicht in dieser Richtung, auf eine Alm, haben sie ja schon ein Depotlager und so weiter gebracht. Und dann natürlich hat der Fahrer, der was da die Lebensmittel und das Sachen da aufgebracht hat auf die Alm, der wurde dann aber gesucht. Und das war, ich habe ihn gut gekannt, der Herr Kohner, der hatte den Thierreis eben Lebensmittel rauf auf die Alm gebracht und schweigen darüber noch, aber es sickerte doch durch, wo er ist. Und dann wurde er von der SS, also von den Amerikanern verhaftet, der Thierreis. Und der seiner Strafe wurde er dann, ich weiß nicht was, aber auf alle Fälle, glaube ich, im Nürnberger Prozess oder wo der gelandet ist, dann der Thierreis. Ich selbst kannte ihn schon persönlich so, weil er war ein Jäger
Und er ging abends immer auf Ding, da, was, Fasane und so weiter schießen. Und das habe ich ihn öfters gesehen, wie er auf dem Weg war bei Spielberg, bei der Uni Spielberg, um dort Jagd zu treiben. Er war ein staatlicher Mann, kräftiger Mann. Und habe ihn einmal erlebt, als ein Häftling bei ihm vorbeiging und dieser nicht die Mütze sofort herunterriss, weil die müssen immer die Mütze gleich runterreißen, wenn er so in SS kommt. Und dieser hatte die Mütze nicht gleich heruntergerissen, hat Zierreis gleich ein Stück, was er in der Hand, was er so gefunden hat, genommen und hat dann geprügelt, weil er eben nicht gegrüßt hat, wie sich gehörte. Also keine feinen Leute. Spatznecker hatte drei Söhne und eine Tochter, die Familie, weil sie wohnten vis-à-vis von uns. Weil, wie ich schon gesagt habe, von den Siedlungshäusern, was unten stehen im Wienergraben, war ein Haus eben für Zivilisten. Und das war meine Familie, also unsere Familie und die Familie von Trabig. Und der Spatznecker war eben so gefürchtet, der hat sich wahrscheinlich im Betrieb dann dementsprechend aufgeführt, dass er Schrecken verbreitete unter den Häftlingen, die was eben im KZ im Steinbruch gearbeitet haben. Also der Spatznecker, der Schrecken von Steinbruch, war 1000 hat es geheißen. Der hatte drei Söhne und eine Tochter, die Familie. Ein Sohn war Fallschirmspringer und ist auf Kreta gefallen, in die deutsche Wehrmacht Kreta besetzte. Und der zweite Sohn, der war um ein Jahr jünger als ich und wir trafen uns immer wieder und war ein Kumpel wie jeder andere. Der hat ja nichts verbrochen, bin ich mit dem Toni, hat er geheißen, ein gut Freund gewesen. Gell? Und was wollte ich noch sagen? Für Menschen, die was das, den Herrn Spatznecker so nicht weiters kannten, glaubten sie, er sei ein biederer Bayer und war so gesehen ein gemütlicher Mensch. Aber wenn er drinnen war im KZ mit den Häftlingen, da hat er was aufgeführt, was natürlich nicht mehr gemütlich war. Gell? Und daher war er verschrien und hat eben den Namen gehabt, der Schrecken von Steinbruch-Mauthausen. Bist du eigentlich mit Frau Hackl, ehemalig Langtaler, die mit ihrer Familie zu Hause Häftlinge versteckte, verwandt? Ja, werde ich öfters gefragt, ob ich keine Verwandtschaft mit der Frau Hackl in Schwerberg habe. Nein. Franz, was ist dir wichtig? Was möchtest du den Zuseherinnen mitgeben? Ja, ich kann noch wieder hinweisen, gerade ihr Jungen, aufpassen, aufpassen. Es zeigt sich schon wieder Tendenzen, die was nicht gerade angenehm sind. Gerade ihr jungen Leute, seid vorsichtig mit Rechten, denn diese haben auch zum Teil und verneinen sogar, dass Mauthausen kein KZ war, sondern, wie seinerzeit gesagt wurde, vielleicht wisst ihr, wer ich meine, Mauthausen sei ja nur ein Straflager gewesen. Also da hat er weit daneben gegriffen. Gell? Ja, ich wünsche mir nur, dass die Jugend hellhörig ist,
und sich gegen gewisse Tendenzen, die wieder da sind, dagegen stellt, damit wir sowas nicht mehr miterleben müssen. Also die Bitte an die Jugend, haltet euch von solchen Tendenzen fern, beziehungsweise weist sie ab. Das wäre auch meine Bitte. Diese Tendenzen bald genug zu bekämpfen, nicht mit den Schreiern mitmachen, sondern euch selbst ein Bild zu machen, dass es auch anders geht. Du hast die heutigen rechten Tendenzen angesprochen. Wie war das eigentlich vor 1938? Kannst du dich noch erinnern, wie das damals alles angefangen hat? Ja, Folgendes. Meine Familie bzw. mein Vater war Sozialdemokrat und ich weiß noch, im Jahre 1934, frühmorgens, hörten wir, wir wohnten im ersten Stock, Stiefel, Tritte herauf zu uns und die Tür öffnete sich und ein Mann kam herein, und zwar ein Heimwehrer war das, kam herein, setzte meinem Vater die Pistole an und sagte im Namen der Republik Österreich, Sie sind verhaftet. Er wurde abgeführt und ihr könnt euch vorstellen, meine Mutter und wir waren damals drei Kinder, weinten natürlich. Meine Mutter schrie immer, wenn ihr meinen Mann erschießt, dann erschießt mich auch. Tatsächlich, also, das werde ich nie vergessen. Das waren damals die Heimwehr, die was sowas gemacht haben. Die Heimwehr duldete keine andere Meinung und Sozialdemokraten waren natürlich ganz und gar nicht ihr Sinn. Ja, Österreich wurde ja 1938 zur Ostmark erklärt. Hitler marschierte ein und wir waren einverleibt in das Großdeutsche Reich und hießen damals eben nicht Österreich, sondern Ostmark. Und in dieser Zeit war natürlich für viele, die was in einer Partei verankert waren, wie die Sozialdemokraten, keine schöne Zeit mehr. Denn sie wurden von ihrer Gesinnung abgedrängt und es gab nur mehr Nationalsozialisten. Ich erinnere mich an einen Kollegen von mir, der war knapp 18 Jahre. Wie er 18 Jahre war, trug er ganz stolz das Abzeichen der Nazis, also eines der B, es war also ein rundes Abzeichen, das er sofort mit 18, wie er war, sofort an seine Brust heftete. Also der war mit dem Regime besser dran als wir viele andere. Also der hat schon gewartet, auf, dass er dieses Abzeichen tragen kann. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du eine Lehre in einem Konzentrationslager gemacht hast? Ja, hier in Mauthausen gab es keine andere Möglichkeit, wie eben in Steinbruch. Viele andere Arbeitsmöglichkeiten sind eben nicht vorhanden. Und Mauthausen ist natürlich verbunden mit den Steinbrüchen. Und das war auch damals für die Nazi der richtige Ort, um hier ihre Häftlinge zu drangsalieren und Schwerarbeit machen zu lassen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn die Häftlinge einrückten ins Lager hinauf, über die Todesstiege, was ihr alle schon wahrscheinlich begangen seid,
Über diese Todesstiege wurde ihnen ein Stein aufgeladen auf die Schulter und dann mussten sie hinauftragen ins Lager. Und wenn hier eine ganze Gruppe, also hunderte von Menschen raufgingen und einer sagte zusammen mit dem Stein, so war es nicht nur er, sondern viele andere wurden mitgerissen und so schwere Verletzungen und die sie durch diesen Sturz erlitten haben. Also es war immer ein, kann mich noch erinnern, die Gruppe zum Schluss, das waren die Juden. Die wurden, haben das Kennzeichen Jude, den Stern, den Judenstern gehabt. Und diese waren zum Schluss immer. Und wenn einer gefallen ist, der hat gleich wieder mehrere mitgerissen und dadurch wurden sie verletzt. Also das war auch ein Zeichen, dass damals schon auf die Juden kein guter Platz war, denn sie waren durch die Nazis dem Tode praktisch preisgegeben. Also ich glaube, nicht viele Juden haben das KZ Mauthausen lebend verlassen. Ich kann nur sagen, bei uns wohnte die Großmutter vom Vater und die sah die Straße, wo es hinaufführte ins KZ. Und wenn wieder ein Transport kam und die Häftlinge vorbeigingen, zum Schluss eingehakt, das waren meistens Juden, die was schon bluteten aus verschiedenen Dingen, wie sie geschlagen wurden, wie sie vom Bahnhof Mauthausen hinauf ins KZ marschierten. Und die schlug immer die Hände zusammen und sah eben diese Brutalität von SS-Leuten und war immer ganz weg, dass sowas Menschliches gab. Du hast von deinem Vater gesprochen, der Sozialdemokrat war. Wie ist es ihm während der Zeit des Nationalsozialismus ergangen? Mein Vater wurde, da er bekannt war als nicht ein Freund der Nazis zu sein, wurde er freigegeben und er musste zur Wehrmacht einrücken. Er war dann bei der FLAG in Dernberg. Ihr könnt euch nicht mehr erinnern, aber ich weiß es. Den Vormittag hieß es Voralarm. Einflug über Kärnten, Steiermark, wenn die Amerikaner mit ihrer Bombenlast über Kärnten, Steiermark einflogen. Ich habe, das ist eine gute Erinnerung, sie flogen herein über Freistadt bis Freistadt, machen dort Kehrt und kommen vom Norden her nach Linz, also um die Hermann Göring Wecke die Bombenlast runterzulassen. Also damals war ja immer Fliegeralarm und wir mussten den Luftschutzbunker, denn es war ja auch, dass sie schon früher die Bombenlast fallen ließen, zum Beispiel in Gusen. In Gusen in der Au waren 56 Trichter von Bomben. Die Trichter waren circa 8 Meter im Durchmesser, weil da haben wir dann nachgeschaut, wir Buben. Und die ließen zu früh wahrscheinlich die Bombenlast fallen. Statt Hermann Göringwerk sind sie eben im Gusen in die Au heruntergefallen. Und das war noch immer so ein Trichter von 8 Meter Durchmesser, haben wir gesehen, haben die Bomben Löcher gerissen in den Erdboden. Gell? Also es war immer sehr, sehr gefährlich, dass du nicht selbst irgendwie daran zugrunde gehst bei diesen Bombardierungen. Franz, was waren die Hermann-Göring-Werke? Ja, die jetzige Fürst war damals die Hermann-Göring-Werke. Gell? Wie geht es dir mit den Zeitzeugengesprächen? Also
diese Gespräche führe ich gerne. Denn ihr habt diese Zeit nicht miterlebt. Und von wem können Sie erfahren? Nur von älteren Menschen, die diese Zeit miterlebt haben am eigenen Leib. Also daher nochmals die Bitte, gegen Tendenzen, gegen rechte Tendenzen, wehrt euch, macht da nicht mit, denn wir haben sie erlebt und sie waren nicht angenehm. Also bitte, die Jugend soll es in dieser Beziehung besser haben und wehrt euch, wenn solche Tendenzen bzw. Sachen an euch herangetragen werden sollten. Lieber Franz, hast du noch abschließende Worte für uns? Diese Zeit jetzt, was ja sieht man über Flüchtlinge, wie diese behandelt werden. Es hat den Anschein, als hätten wir von den vergangenen Zeiten nichts gelernt. Denn jetzt schaut es so aus, als Menschenwürde nicht geachtet wird.